Walburga Österreich wurde irgendwann zwischen 1864 und 1880 geboren. Da sind sich die Quellen sehr uneinig. Ob sie in Deutschland geboren wurde oder im US-Bundesstaat Wisconsin, ist ebenfalls unklar. Sie lebte jedenfalls als wohlhabende Ehefrau eines Unternehmers in Milwaukee, eine Stadt, in der zu dieser Zeit sehr viele deutschstämmige Amerikaner lebten. Ihr Mann galt als streng, jähzornig und soll gerne viel getrunken haben. Sie hatten einen Sohn, der allerdings noch im Teenageralter im Jahr 1903 starb. In dieser Zeit lernte sie Otto Sahnhuber kennen. Der damals 15- bis 17-Jährige war Angestellter in der Firma und wurde Walburgas heimlicher Geliebter. Da die häufigen Treffen der beiden drohten aufzufallen, versteckte Sahnhuber sich schließlich auf Anweisung der Hausherrin in einem fensterlosen, versteckten Raum des Hauses. Einziger Zugang war hinter einem Kleiderschrank verborgen. Über 10 Jahre lang versteckte sich Sahnhuber auf dem Dachboden der jeweiligen Wohnhäuser. Er schrieb in der Zeit Schauergeschichten und brannte illegalerweise Gin in der Badewanne. Zugleich war er williger Liebhaber der Hausherrin. Im August 1922 kam es zum Streit zwischen den Eheleuten. Dabei stürzte Österreich versehentlich. Sahnhuber glaubte seine Geliebte in ernster Gefahr, verließ sein Versteck, griff sich 2 Handfeuerwaffen von einer Kommode und schoss. Der Hausherr war sofort tot. Panisch versuchte Sahnhuber, einen Einbruch vorzutäuschen. Er sperrte seine Geliebte, offenbar mit ihrem Einverständnis, in einen Schrank, stahl ein paar Wertgegenstände, darunter die Uhr des Opfers, und versteckte sich wieder auf dem Dachboden. Alles lief wie geschmiert. Walburga Österreich wurde befreit und man ging von einem Einbruch aus. Sie erbte das Vermögen ihres Mannes und zog schließlich um. Sahnhuber verbarg sich auch hier wieder unter dem Dach. Die Tatwaffen ließ sie schließlich auch verschwinden. Bald wandte sie sich jedoch neuen Liebhabern zu. Sahnhuber zog nach Kanada, änderte seinen Namen und heiratete. Als sich Österreich von einem weiteren Liebhaber trennte, wurde dieser wütend und ging mit seinem Wissen zur Polizei. Die wenigen Infos genügten aber, um 1936 Anklage gegen beide zu erheben. Die Presse berichtete ausführlich vom Dachbodenlover. Man vermutete, dass wechselseitige ödipale Komplexe das Paar einst zusammengeführt hatten. Der frühe Verlust ihres Sohnes und Sahnhuber, der früh zur Waise geworden war, hatten vermutlich in der Beziehung eine Art Ersatz gefunden. Sahnhuber wurde des Totschlags für schuldig befunden. Da die Tat jedoch verjährt war, verließ er den Gerichtssaal als freier Mann. Walburga Österreich wurde nicht verurteilt. Die Geschworenen wurden sich über die Schuldfrage einfach nicht einig. Österreich verstarb 1961 im US-Bundesstaat Kalifornien. Otto Sahnhuber verließ die Stadt zusammen mit seiner Ehefrau, die er in Kanada geheiratet hatte. Man weiß nicht, wie sein weiteres Leben aussah oder wann er gestorben ist.